Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial. Mein Name ist Catalana. Hier geht es um das Vast-Edit-Programm und die Form einer Insel. Wenn ihr eine Map erstellt, möchtet ihr natürlich irgendeine Form haben. Ihr könnt natürlich Freestyle machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt aber natürlich auch eine Weltkarte machen oder hier jetzt Europa. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und zwar, wir öffnen, machen eine neue Map. Mapgröße 1000, Bodenhöhe 499, Grundeinstellung lassen, erstellen. Wir zoomen nach draußen, dass wir schön die Fläche sehen. Und nun gehen wir auf Geländewerkzeug. Ihr habt ja hier bei dem Geländewerkzeug habt ihr verschiedene Stamper. Ich habe mir jetzt hier einen Stamper hinzugefügt. Danke an MOG Studio für diesen Tipp. Und zwar habe ich mir Grönland hinzugefügt und Europa. Wenn ihr einen Stamper hinzufügen möchtet, geht ihr einfach ins Internet, schaut euch irgendwelche Karten an, die euch gefallen, irgendwelche Inselformen. Wichtig ist dabei nur, dass die Insel auf hellen Hintergrund ist, und also der Hintergrund dunkel ist und die Insel auf hell dargestellt wird. Ja? Oder andersfarbig, so in meinem Fall jetzt hier rot. Aber der Hintergrund sollte auf jeden Fall dunkel sein. Und ihr müsst das Bild als .png abspeichern und in den Ordner Brushes legen von eurem Rust-Edit-Verzeichnis. Okay, sobald ihr das jetzt habt, startet ihr Rust-Edit neu. Der lädt dann den Stamper auch mit rein. Ihr wählt den Stamper aus, geht auf die größte Größe, die es gibt. Hier höher, tiefer haben wir angewählt. Jetzt habt ihr hier den Stamper. Den könnt ihr natürlich jetzt hier bei der Relation drehen, wie ihr es haben möchtet. Und wenn ihr die geeignete Position gefunden habt, dann klickt ihr einmal auf die Taste. Und wie ihr seht, auf der Karte haben wir jetzt schon Europa drauf. Ich habe jetzt extra eine 1000er Map genommen, weil die Stamper sich nicht größer ziehen lassen. Also es geht nur 500. Um jetzt eine richtig anständige Map zu haben, gehe ich natürlich hier jetzt auf Map Werkzeuge, gehe auf Größe der Map ändern und gebe jetzt hier eine Mapgröße von 6000 an und die High Map Auflösung wieder auf 513 und Größe ändern. Bestätigen. Und schon haben wir das Ganze auf einer 6000er Map. Wenn wir hier auf die Karte schauen, haben wir also jetzt hier schön Europa drauf. Und gehen wir nach England. So, dann haben wir jetzt hier England. Und jetzt könnt ihr natürlich hergehen und euer Geländewerkzeug nehmen und glätten. Die Größe natürlich ein bisschen ändern. Die Intensität auch. Und jetzt könnt ihr hier an der Seite ein bisschen so nacharbeiten, dass es dann später im Spiel auch einen schönen Strand ergibt. Wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr natürlich hier noch Berge einfügen, Flüsse, Seen. Das könnt ihr auch wiederum mit dem Stamper machen. Geht einfach hier auf Geländewerkzeug, geht runter auf Stamper, sucht euch einen Stamper aus, der euch gefällt und klickt ein paar Mal so hier rein und schon habt ihr ein bisschen so Erhöhungen drin. Wie ihr das dann gestaltet, ist natürlich eure Sache. Ob es dann in Europa Berge gibt oder in Russland Wüste, wie ihr möchtet. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und seid kreativ. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Freue ich mich drüber. Abonniert das Ganze. Okay. Dann viel Spaß beim Nachbau.